Ja, mein Jahr mit den Grünen. Mein Jahr mit den Grünen fing mit Grünkohl an und endet mit Grünkohl. Das ist so das, was oben drüber steht. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich meine Tätigkeit hier als Personal- und Gesundheitsdezernent aufgenommen. Das größte Highlight war sicherlich mit Günter Karrenjungen den Erhalt der Bundesligareife von Fortuna zu feiern. Die gewisse Suffisanz mag darin tatsächlich erkennbar sein, aber immerhin sind wir in der Bundesliga geblieben. Und da habe ich als erstes Günter Karrenjungen von einer sehr offenen Art kennengelernt, wie er mit mir in der Esprit Arena über Fußball gefachsimpelt hat. Aber natürlich haben wir in dem einen Jahr auch ernste inhaltliche Dinge besprochen. Ich freue mich, die Grünen auf meiner Seite zu wissen, wenn es darum geht, Gesundheitsberichterstattung in Düsseldorf wirklich auf eine vernünftige, breite Basis zu stellen, damit wir Gesundheitspolitik machen können, über Inhalte, über Schwerpunkte, wo es sich tatsächlich auch lohnt, weil man weiß, wo die Schwerpunkte sind, wo die Inhalte sind, über die man arbeiten muss. Da freue ich mich, dass auch die Grünen mit mir der Meinung sind, dass man das nicht nur aus dem Gesundheitsamt heraus kann, sondern möglichst alle Partnerinnen und Partner in Düsseldorf auf eine breite Basis stellen muss. Zum Weiteren haben wir natürlich angeregt durch eine Diskussion um einen jungen Menschen, der bei der Grünen Fraktion arbeiten wollte und behindert ist, die Thematik Behinderte bei der Stadtverwaltung Düsseldorf noch einmal aufgegriffen. Da bin ich den Grünen sehr dankbar dafür und ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr auch diese Thematik tatsächlich so darstellen können, dass auch die Bürgerin, der Bürger merkt, dass die Arbeit in Düsseldorf, die Arbeitsplätze in Düsseldorf bei der Düsseldorfer Stadtverwaltung geeignet sind für ganz viele Menschen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste tun können, was sie tun können, selbst wenn sie ein Handicap haben, vielleicht im Rollstuhl sitzen, vielleicht sehbehindert oder hörbehindert sind. Da bin ich den Grünen nochmals sehr dankbar, dass sie mich auf dieses wichtige Thema mit dieser Fragestellung aufmerksam gemacht haben.